Die erste Frage, Herr Lauterbach, muss sein, wann haben Sie zum letzten Mal an einem Joint gezogen und inhaliert? Das ist ehrlich gesagt sehr lange her, von daher also kann ich mich immer genau erinnern, aber ich habe es auf jeden Fall mal probiert und es hat klassisch gewirkt, es ist aber jetzt verjährt und daher also spielt es keine Rolle, wann es genau war. Ja, es geht eigentlich um was anderes, es geht um die Frage, ich erspare den anderen in der Runde die Frage, wann Sie das, oder soll ich, Jasmin? Was? Nein, egal. Nein. Inhaliert? Nein. Nein. Herbert Grönemeyer auch selbstverständlich nicht. Also meine Band sagte immer, die haben mal versucht, mir das nahe zu bringen, haben dann aber gesagt, ich sei meine eigene Droge. Bin ich der Einzige in der Runde? Wie ist es selbst? Offensichtlich. Ja, offensichtlich. Ich bin auch raus. Ach. Ich habe bestimmt vier oder fünf Mal habe ich schon geraucht. Können wir bitte weitermachen? Wir machen weiter. Ich frage deswegen, nicht weil ich das jetzt moralisch irgendwie anklagen möchte, sondern weil ich gerne verstehen würde, sozusagen, was Sie persönlich wissen über die Wirkung von Cannabis. Darum geht es ja. Ne? 50 Gramm, das ist eine Menge. Ja, wir kennen natürlich die Studien und wir sind mit Leuten aus der Szene natürlich im engen Kontakt. Das ist ein Satz, der mir Angst macht, Leute aus der Szene. Ja, also die Szene besteht ja aus denjenigen, die betroffen sind, denjenigen, die also Handel betreiben wollen, Ermittler und so weiter. Mhm. Wir also informieren uns natürlich sehr intensiv. Und wenn so ein Gesetz dann kommt, gibt es Anhörungen mit Experten, Wissenschaftlern und so weiter. Somit, also es käme gar nicht darauf an, wie viel ich jetzt weiß. Ich beschäftige mich damit zwar auch, also nicht im praktischen Sinne, aber wir müssen natürlich als Bundesregierung müssen wir uns intensivst austauschen. Wir wollen wissen, was klar. wir tun. Das heißt, war Ihnen klar, dass man mit 50 Gramm Eigenbedarf pro Monat irgendwo zwischen 150 und 180 Joints drehen kann? Ja, erstmal die Zahl steht strittig. Das sind fünf am Tag, ne? Ja, die Zahl steht strittig. Also das wird so nicht von allen Experten so gesehen, werden auch geringere Mengen also angegeben. Aber was wichtiger ist, ist das Folgende. Wir haben jetzt die Situation, dass also viele dieser Produkte toxisch sind, weil sie einfach so stark mittlerweile angereichert sind, dass es nicht darauf ankommt, wie viele Joints sind das, sondern wie stark ist so ein Joint. Und mittlerweile ist der Joint zum Teil durch die also spezielle Züchtung und Beimengung so stark, dass also ein einziger Joint mehr schaden kann als fünf, die einfach regulär mit einem regulierten THC-Gehalt auch sind. Na gut, aber die Leute, die es tun, die wollen ja eine Wirkung haben, ne? Ja, aber die wollen nicht sich selbst vergiften. Also es gibt ganz wenige also Joint-Genießer, sage ich mal, die sagen, okay, wenn das mich jetzt vergiftet oder mein Gehirn fällt auseinander oder da ist beigemengt und so, das nehme ich trotzdem, sondern der Kunde würde schon gerne eine gesicherte Qualität haben, ohne toxische Beimengungen und ohne absolut hohe Konzentration. Das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir das Anliegen der Nutzer verstehen, dass man auch in diesem Bereich, wenn das jetzt schon so viel genutzt wird, eine einigermaßen gute Qualitätskontrolle hat. Trotzdem noch mal die Frage, also war Ihnen klar, wie viel das ist? Fünf pro Tag? Genau, das, also lassen wir fünf das Joints. Ich stelle die fünf strittig. Das, also können ich das beziehe nicht mich, ich habe das nicht erfunden. Nee, Sie haben eine Quelle, wir haben andere. Aber ja, also ein Professor von der Uni in Pennsylvania zum Beispiel. Wunderbar. Wir brauchen aber hier nicht über die fünf. Auch wenn es vier sind, auch wenn es drei sind. Genau, das ist, ja, enorm viel. Das ist viel. Ich will ja einräumen, dass es viel ist. Aber ich würde ungern jetzt hier unwidersprochen die Zahl fünf stehen lassen. Sonst also denkt jeder fünf am Tag und so weiter. Das steht so strittig. Es ist aus meiner Sicht weniger. Aber klar ist, dass das Mengen sind, die sehr ungesund sind, wenn man es jeden Tag konsumiert, raucht tatsächlich die 50 Gramm im Monat weg. Das ist extrem ungesund. Man muss die ja nicht rauchen, ich meine, das ist ja elementar. Nein, das muss man nicht, nein, aber die Frage ist trotzdem, warum gibt man dann so viel frei? Ja, wenn ich das nicht mache, dann sind diejenigen, die besonders abhängig sind, jetzt schon, die bleiben dann weiter auf den Schwarzmarktprodukten hängen und haben das Problem, was ich gerade also verhindern will, dass Leute halt übergehen oder sich zum Beispiel beim Schwarzmarkt bedienen und auf dem regulären Markt. Also wenn ich jetzt das Problem, sagen wir, wir hätten gesagt 10 Gramm, dann hätten die Leute die 10 Gramm genommen oder von uns vielleicht gar nichts, also vom legalen Kauf, und hätten, der Schwarzmarkt wäre geblieben mit allen Problemen, toxische Substanzen, Beimengungen, viel zu hohe Konzentrationen und so weiter. Ich kann weniger machen, dann löse ich aber das Problem nicht. Ich habe hier einen Experten vom UKE hier in Hamburg, Leiter der Suchtprävention, nicht irgendjemand, Rainer Thomasius, der sagt, 50 Gramm, das ist eine Dealermenge. Ja, das ist eine hohe Menge. Also ich kenne Herrn Thomasius und schätze ihn. Und wir sind tatsächlich damit im Bereich, wo man sagt, wenn ich 50 Gramm legal erwerben kann, dann brauche ich als Person keinen Schwarzmarkt mehr.
Weil es so viel ist. Weil es so viel ist, genau. Wenn ich also jemand, wenn und jemand dann noch so drei Pflanzen auf dem Balkon. Ja, drei Pflanzen. Die meisten, die also sagen wir 50 Gramm wegrauchen, die werden keine Pflanzen haben. Das sind meistens entweder Leute, die Pflanzen nutzen oder die kaufen. Na gut, wenn man 50 Gramm raucht, hat man auch keine Zeit mehr für Pflanzen. Ne? Das auch, aber das sind ehrlich gesagt andere Kunden. Der Pflanzenmensch, das ist derjenige, der gelegentlich was nimmt. Aber derjenige, der jetzt abhängig ist, ich bin ja damit beschäftigt, den Menschen, die abhängig sind, die süchtig sind, denen will ich eine gesicherte Qualität darstellen und vermeiden, dass sie vergiftet werden oder sich selbst vergiften, dass die ständig mit Kriminellen zu tun haben, dass die dann noch in andere Drogen überführt werden. Wenn ich diesen Leuten also begegnen will, und da bin ich der Meinung, ich kenne ja Ihre Position auch, man muss sich in der Politik ehrlich machen, man vermeidet eine polemische Diskussion, man bringt die Fakten auf den Tisch und sagt, ich kann das Problem nicht lösen, indem ich zu wenig anbiete. Was ist denn Ihre Position dazu, Frau Embarek? Na, ich glaube, dass sich die Bundesregierung in der schwierigen Situation befindet, dass einerseits hier ein Wahlversprechen eingelöst werden soll, das per se nicht die Süchtigen betrifft, sondern vor allem eher junge Menschen oder Menschen, die sagen, dass diese Droge in einem Land, in dem Alkohol und Nikotin so normal ist, dann kann auch Cannabis legalisiert werden, dass man das irgendwie bedienen möchte. Aber dieser relativ schnelle Wurf, der ja auch viel abgespeckter ist als das, was wir im Oktober erlebt haben, zeigt ja eigentlich, dass wir gerade, also dass Sie versuchen, einerseits irgendwie Süchtige präventiv aus den falschen Stoffen rauszuholen, aber andererseits einen Markt befeuern, von dem wir eigentlich wissen, dass Cannabis per se ja nicht, um es mit Daniela Ludwigs Worten zu sagen, kein Brokkoli ist. Und ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, okay, man möchte hier vielleicht eine Wahl gewinnen irgendwann auch mit dem Statement, wir haben es stückweise legalisiert. Nee, das meine ich gar nicht polemisch, sondern man bedient hier eine Zielgruppe. Aber Sie müssen natürlich als Bundesgesundheitsminister so argumentieren, dass Sie sagen, wir haben die Süchtigen im Blick und wir haben die Nebenwirkungen im Blick. Aber da ist 50 Gramm natürlich trotzdem eine Summe, von der man sich fragt, ob es nicht andere Dinge befeuert. Wie das in Ihrem Freundeskreis, wie diskutieren Sie das? Also die Menschen, die Cannabis konsumieren, die sich das, es gibt ja zwei Kategorien. Es gibt einmal die Menschen, die günstiges Gras auch beziehen, weil sie sich auch teures niemals leisten können würden. Da kommen wir bestimmt noch zu, wie die Preise sind, wenn es dann legalisiert ist. Und dann, was in der Mittelschicht gängig ist, Menschen, die das halt zum Genuss konsumieren oder wo es irgendwie cool ist oder wo man das auf Partys macht. Und es gibt halt die, die es halt, ich find's, ich bin nicht gern dabei, wenn es passiert, aber ich habe die Meinung, jeder soll machen, wie er möchte. Aber unter jungen Leuten gibt es, glaube ich, einmal die Front, die es überhaupt nicht interessiert, weil sie es nicht konsumiert. Und die anderen, die so sagen, sie können nicht verstehen, warum es noch nicht legalisiert ist, weil es ja völlig normal ist. Herbert, wie schaust du auf diese Debatte? Die Debatte ist ja wirklich alt, ne? Die gibt es seit ewigen Zeit. Und ich habe dieser Tage einen interessanten Begriff dazu gelesen, Prohibitionsdilemma. Ja, das heißt, du hast als Staat hast du eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder gehst du mit sehr hohem Aufwand gegen etwas vor, was viele Leute offensichtlich machen wollen. Oder aber du erlaubst es und versuchst es in irgendeiner Form zu kontrollieren. Aber du kommst aus der Nummer nicht raus, weil die Leute es so oder so machen. Also erstmal sage ich ja zu vielen Dingen gerne was. Und ich habe von einigen Dingen auch Ahnung, aber ich habe von manchen Dingen auch keine Ahnung. Ich glaube, die Entkriminalisierung ist elementar. Das halte ich für ganz elementar. Was die Menge angeht, man weiß, dass der THC-Gehalt wohl enorme Psychosen auslösen kann, auch unter, speziell auch zwischen 18 und 25. Das ist der Punkt. Das ist ein elementarer Punkt. Ich glaube, das ist die Frage, warum macht man es nicht ab 25? Aber ich muss fairerweise sagen, das ist eine Debatte, wo ich eher glaube, da bin ich vielleicht nicht der... Ist aber ein ganz zentraler ich glaube, Punkt. Das ist, glaube ich, so das wichtigere Thema. Was bedeutet das? Was bedeutet das? Und zwar zwischen 18 und 25, genau. Weil das Argument ist von namhaften Neurologen, die sagen, Die Reifung des Gehirns ist sozusagen erst mit 24, 25 wirklich abgeschlossen. Davor kann es massive Schäden geben. Deswegen, warum die 18? Ein Satz nur, bevor ich dazu komme. Mit diesem Gesetz werden wir keine Wahlen gewinnen und das ist auch nicht vorgesehen. Und das ist auch sicherlich kein Gesetz, wo ein Gesundheitsminister Wahlen mitgewinnen wird. Das ist aber nicht beabsichtigt. Ich will den Konsum sicherer machen. Und der zweite Punkt ist, also wenn wir jetzt die Möglichkeit hätten, wenn wir sagen, wir machen das jetzt legal ab 25 und die unter 25 würden dann sagen, na gut, dann konsumiere ich bis 25 gar nicht und warte, bis ich das legal konsumieren kann und schone mein Gehirn. Das würden wir sofort machen. Aber das ist eine Welt, die es nicht gibt. Mhm. Die Welt, die es gibt, ist eine andere. Die Schäden kommen gerade bei den 18- bis 25-Jährigen. Und wenn ich dann diese weiter den toxischen Beimengungen und Konzentrationen des Schwarzmarkts überlasse, dann überlasse ich ausgerechnet diejenigen, die am meisten den Schaden nehmen, dem unregulierten Markt, der den größten Schaden macht.
Somit also muss man sich ehrlich machen. Wenn ich dieser Gruppe helfen will, muss ich die mit aufnehmen. Aber Sie helfen denen doch nicht, indem Sie dann 50 Gramm als Obermenge freigeben. Niemand gibt jetzt, es geht doch keiner hin und sagt, ich rauche meinetwegen einen Gelegenheitskonsument, der jeden Tag einen Joint raucht. Der sagt jetzt plötzlich, mein Gott, ich sehe, der Minister erlaubt 50 Gramm, dann rauche ich jetzt 50 Gramm. Sondern der wird weiter jeden Tag vielleicht einen Joint rauchen, viel zu viel, aber hat dann eine Qualität, wo der THC-Gehalt niedriger ist und wo darüber hinaus auch Beimengungen nicht dabei sind, womit der Dealer versucht, ihn abhängig zu machen, zum Beispiel von Amphetamin. Amphetamin zum Beispiel in den Joints ist oft beigemengt. Damit versucht der Dealer zu erreichen, dass der Amphetaminkonsum entweder ersetzend oder zusätzlich kommt. Mhm. Dieses Problem sehen wir. Und die Folie, auf dem das Ganze ja machen ist, wir sehen mehr Kriminalität bei den 18- bis 25-Jährigen, Beschaffungskriminalität, wir sehen mehr Konsum, bei den unter 18-Jährigen. Ja, soll ich denn jetzt sagen, das Thema ist mir als Minister unangenehm und ich bleibe bei der Prohibition und überlasse das alles den Dealern und der Polizei. Sie machen beides, ne? Sie versuchen beides. Es gibt ja auch das Thema zwischen 15 und 18. Ja, da wollen wir schlicht und ergreifend, da kommt eine Legalisierung natürlich überhaupt nicht in Frage. Da bleiben die Strafen so hart, wie sie sind oder werden verschärft. Das wird noch zu prüfen sein. Und da ist das komplett illegal. Und da kommen wir mit einer intensiven Kampagne. Weil was junge Leute nicht wissen, ist tatsächlich der oft bleibende Hirnschaden, wenn man in der Jugend Cannabis konsumiert, selbst in Mengen, wo der Laie glauben würde, das ist harmlos. Meinetwegen einmal pro Woche, da wird der Laie glauben, das macht beim jungen Menschen nichts aus. Aber es ist nicht so, sondern damit wird das Gehirn beschädigt. Und dann, darüber wollen wir aufklären. Und das ist auch der Grund übrigens, weshalb das Gesetz bei mir ist, beim Gesundheitsminister, weil ich das alles erklären kann und auch muss in der Sache. Und es ist nicht meinetwegen bei jemandem, bei der Kulturministerin oder was weiß ich, oder nicht beim Wirtschaftsminister und auch nicht beim Finanzminister, dass er Steuern haben will. Das Gesetz ist bei mir, weil meine Pflicht ist es, die Risiken auch für junge Leute klar zu benennen und zu bekämpfen. Sie sagten gerade, zwischen 18 und 25 ist es gefährlich. Sie sagen jetzt faktisch, und so ist das Gesetz angelegt, zwischen 15 und 18 ist es quasi Teufelszeug. Ist und es ab super 18 gefährlich. Ist es dann ist es super gefährlich genau. Und ab 18 ist es nur noch gefährlich. Ja, das Gehirn wächst halt und je mehr das Gehirn quasi gereift ist, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Schaden kommt. Würde man jetzt zum Beispiel mich fragen... Herr Lauterbach, Sie sind selber Mediziner, Sie sind Arzt, aber Sie sind Bundesgesundheitsminister. Ja. Sie werden dafür bezahlt, Schaden von diesem Land, von seiner Bevölkerung abzuwenden, speziell auch von jungen Leuten. Und ich weiß, dass Ihnen das ein wirklich intrinsisches Anliegen ist. Ist es auch. Fühlen Sie sich wohl dabei, wenn Sie jetzt das so freigeben? Ich habe zu wählen zwischen einem Übel und einem größeren Übel. Das Übel ist, ich werde damit leben müssen, dass 18- bis 25-Jährige Cannabis konsumieren und sich damit schaden. Und demnächst wird es auch noch Cannabis sein, für dessen legale Verbreitung ich mitverantwortlich bin. Aber nochmal, ist das Ihre Überzeugung, Herr Lauterbach? Wirklich Ihre Überzeugung? Oder ist das etwas, was Sie umsetzen, weil Sie Teil dieser Koalition sind, weil Sie getrieben werden an dem Punkt von der FDP? Dazu kommen wir gleich. Also ob ich das umsetze, weil ich getrieben bin, weil die Grünen mit der Pistole hinter mir sitzen und so, das ist nicht der Fall, aber dazu komme ich gleich. Aber bevor ich sagen kann, ob ich zu etwas getrieben werde, möchte ich sagen, was es denn überhaupt wäre. Und das sind zwei Übel. Ich akzeptiere 18 bis 25, der Konsum steigt, die Dosen sind toxisch, Beimengungen, Amphetamine, Kriminalität, junge Leute werden vorbestraft und so weiter. Alles sehr schlecht. Oder ich versuche, das zu begrenzen, indem ich das legalisiere, indem ich die Ware kontrolliere, den THC-Gehalt in dieser Gruppe zum Beispiel runterfahre, die Kriminalität wegbekomme. Dann ist es zwar ein kleineres Problem, aber mein Problem. Oder ich lasse es groß, wie das zum Beispiel aus meinem Verständnis aus Markus Söder macht. Da sagt es mir doch egal, wie groß das Problem ist, solange es nicht meins ist. Und das finde ich ist nicht die Art und Weise, wie ich das machen kann. Also ich finde es halt nur interessant. Nehmen wir mal an, Sie meinen das jetzt, also das ist jetzt aufrichtig gemeint. Das Warum? Ist aufrichtig. Nee, total. Darf ich fragen, weshalb fragen Sie das jetzt? Nein, basierend darauf. Interessiert mich eigentlich, warum das jetzt so schnell passiert. Also weil der Gedanke mit dem Modell, dass Sie vorschlagen, dass sich zum Beispiel am spanischen Modell orientiert. Das ist ja ziemlich naiv zu denken, dass die Entkriminalisierung dann stattfindet, weil es gibt zwei Dinge, die, glaube ich, im Diskurs nicht so präsent sind.
junge Menschen, die Cannabis konsumieren, und gehen wir mal in das Modell rein, wie die Finanzierung stattfinden soll, und auch wenn wir diese Clubs dann haben in der ersten Säule, die dann dafür sorgen, dass Menschen eine Mitgliedschaft haben und sich dort dieses Cannabis besorgen können. Das werden Menschen sein, die Zugänge dazu haben werden, die das gewisse Geld haben werden, weil auf dem Schwarzmarkt ist es irgendwas zwischen 6 und 9 Euro. Und es wird niemals der Preis sein, den man in diesen Clubs verlangen kann für das, was man dort bekommt, das sauber ist, plus die Produktionskosten, weil dieses Gras muss ja auch irgendwo herkommen. Und das ist ja etwas teurer, als wenn man es halt aus irgendwelchen mafiösen Strukturen hat. Das heißt, ich frage mich ein bisschen, warum ist es jetzt so schnell passiert, wenn es keinen wahlkampftaktischen Grund hat, dass man sagt, wir haben irgendwie sowas Halbes und nichts Ganzes. Es gibt noch keinen Anschein davon, was diese Präventionskampagne beinhalten soll. Und jetzt stehen wir hier und es ist irgendwie so halb. Es kommt, aber es kommt auch nicht. Und es enttäuscht sozusagen eigentlich die Konsumenten, die es einfach so kaufen wollen, die Unternehmer, die sich seit Jahren darauf vorbereiten, damit hier zu handeln. Und irgendwie auch letztendlich die generelle Erwartung, weil die EU muss das ja auch noch absegnen. Und das sieht ja auch nicht gut aus. Ja, also 4 Dinge wurden genannt. Erstmal muss das, was wir jetzt machen, von der EU abgesegnet werden. Diese Clubs, wo das dann angebaut wird, ohne Profit und so weiter und so fort. Das ist die schnelle Antwort. Das muss die EU gar nicht absegnen. Von daher haben wir da gar kein Problem. Zum Zweiten, weshalb kommt das so schnell? Darüber kann ich nur müde lachen. Ich arbeite an dem Gesetz mit 5 anderen Ministerien seit einem Jahr. Aber es ist ja noch nicht fertig. Also Sie können ja nicht sagen, dass die Idee ist, ich habe gerade gesagt, es wäre schnell. Ich wünschte, wir wären schneller. Davon kann ja keine Rede sein. Also wir arbeiten jetzt seit einem Jahr daran. Und ich hoffe, dass wir damit bald auf die Fläche kommen. Wir haben also in den nächsten Tagen wird der Entwurf durch die Ressorts gehen, dass sich die anderen Ressorts damit beschäftigen. Das ist jetzt fertig. Ich habe zufälligerweise heute Nachmittag noch mal an dem Gesetz, an dem Entwurf gearbeitet. Von daher weiß ich relativ genau, wo wir derzeit stehen, noch vor der Abreise. Und jetzt eben zu der Frage, wie wird das mit dem Preis kommen? Da muss man vorsichtig sein. Wir überlegen uns natürlich, wie der Preis sein muss, damit wir tatsächlich den Schwarzmarkt austrocknen. Wenn der Preis, wenn das sozusagen jetzt gehandelt wird, dann ist das Preisproblem ein Problem. Aber diejenigen, die jetzt in dem Club sind, das sind ja Mitglieder, wenn man sind. Man baut ja füreinander an. Und da gibt es dann eine Gebühr für die Mitgliedschaft. Können wir das einmal kurz erklären? Die Idee, der Club ist gerade gefallen. Wie soll das in Zukunft konkret laufen? Clubs von bis zu 500 Leuten, bis zu 500 Mitgliedern, wo diejenigen, die das dann machen, bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen. Das heißt, wir müssen einen Club haben. Wir könnten jetzt noch keinen Club gründen, weil wir sind jetzt hier 4. Könnten wir so ein Club sein? Der Club hat bis zu 500 Mitgliedern. Die Mindestzahl der Mitglieder, die einen Club gründen kann ich heute noch nicht sagen, weil dann könnte ich das Gesetz ja auch ausplaudern. Und die treffen sich dann zum Kiffen? Nein, überhaupt nicht. Das ist was anderes. Was wir nicht wollen, sind solche Clubs wie zum Beispiel in Holland oder auch in anderen Ländern, wo man sich zum Kiffen trifft, sondern der Club ist im Prinzip eine Anbaugenossenschaft. Und diese Anbaugenossenschaft wird überwacht und dort wird die Qualität gesichert, dass zum Beispiel nicht die hohen Dosen darin sind, keine Beimengungen und so weiter. Eine Anbaugenossenschaft, was heißt das konkret? Also da tun sich Leute zusammen und züchten. Genau, jeder arbeitet mit, aber der eine mehr, der andere weniger. Und dann wird er dort angebaut für die Mitglieder. Man darf nicht verkaufen an Dritte. Nichtmitglieder können nichts bekommen. Diejenigen, nur Erwachsene können Mitglied sein, über 18 und so weiter. Und dann wird dort der Anbau quasi zum Selbstkostendeckungspreis reguliert und die Mitglieder haben Anspruch auf eine bestimmte Menge. 50 Gramm sind es Leute unter 25, sind es übrigens nur 30 Gramm. Das wollte ich auch noch sagen. Okay. Diese hohe Menge ist nur. Aber und somit ist das nicht so, dass sich da Leute zum Kiffen treffen oder dass irgendetwas bei der EU für diesen Teil. Zum Anbauen und Handeln und. Die handeln nicht, sondern die sind Mitglieder im Club. Und wenn ich jetzt in einem Club bin und bezahle eine Gebühr dafür und bekomme dafür die Ware, die im Club sozusagen angebaut wird, dann ist das kein Handel. Und wenn ich jetzt im Club meinetwegen in Bochum bin, weil Herbert Grönemeyer heute hier ist, kann ich dann auch gleichzeitig in einem Club in Berlin zum Beispiel? Nein. Was kauft man nicht dort auf Dienstreise? Bin? Nein, das geht dann nicht. Nein, dann wären ja diese Mengen, die eben angesprochen werden, die wären ja überhaupt nicht kontrollierbar und nicht haltbar. Aber wer soll das kontrollieren, Herr Lauterbach? Das ist auf jeden Fall gar kein Aufwand zu kontrollieren im Vergleich zu dem gigantischen Kontrollaufwand. Das funktioniert ja auch nicht. Den wir derzeit machen,
Und wo wir keine Erfolge haben. Ja, was haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt überall Kontrollen. Wir haben jetzt riesige Ermittlungsverfahren. Die Gerichte sind also überlastet. Es gibt etliche Vorbestrafte. Also wenn ich hier von Kontrolle spreche, die jetzige Kontrolle ist doch mega teuer, belastet die Polizei, belastet die Justiz und funktioniert nicht. Wenn es jetzt so wäre, dass wir in einer magischen Welt wären und die Alternative wäre zwischen meinem Modell und die, also Leute konsumieren nicht mehr. Wenn diese magische Welt also bestünde, im Sinne eines Gedichtes von Neruda oder was, dann können wir das machen. Aber also das gibt's Clubs ja nicht. Bis zu 500 Leuten, dort soll kontrolliert werden, keine Abgabe an unter 18-Jährige, nur 30 Gramm bis 25. Genau. Und genau, Abgabemenge, alles wird festgelegt, alles, du musst Mitglied sein und so weiter. Genau. Nochmal die Frage, wer soll das kontrollieren? Wir haben doch überhaupt nicht das Personal und die Ressourcen, um das wirklich zu machen. Die Länder bestimmen dafür Behörden, die das machen. Aber jetzt mal zum Vergleich. Was ist denn einfacher und was ist sozusagen effizienter, ob ich einen Club kontrolliere und meinetwegen drei oder vier Leute, die das dort machen und mache dort Stichproben, oder ob ich die 500 Leute kontrolliere, die im Club Mitglied sind, die bisher auf der Straße kaufen und sich dabei verunreinigtes Zeug kaufen und die jederzeit gefährdet sind. Die muss ich doch auch kontrollieren. Und stimmt es, dass es in diesen Vereinen einen Präventionsbeauftragten geben wird? Dazu kann ich also nicht Stellung nehmen. Sicherlich ist der Präventionsstrang sehr, sehr stark, wird stark kommen. Dafür zeichne ich dann auch verantwortlich. Für Jugendliche und für diejenigen, die also von der Abhängigkeit ferngehalten werden. Ein ganz zentrales Thema wird sein, das ist ja so etwas, was mich auch in anderen Zusammenhängen immer sehr stark interessiert, die neurologischen Schäden. Ich habe ja auch bei Covid sehr häufig darauf hingewiesen, wenn man dort erkrankt, neurologische Schäden sind keine Seltenheit und so weiter. Für mich ist es bitter mit anzusehen, dass zum Beispiel Kinder, die also auch wenig gekifft haben, ein viel geringeres also Bildungsniveau erreichen und dann beispielsweise auch in der Universität oft nachher überhaupt nicht so gut klarkommen und keiner weiß, woran das liegt. Das heißt, ich will hier auch Bildungschancen also erhalten, ich will aufklären und der beste Konsum unter 25 bleibt gar kein Konsum. Sie sagen, wir werden Jugendlichen mit einer großen Kampagne erklären, es gibt eine viel geringere Wahrscheinlichkeit, Abitur zu schaffen, weniger häufig studieren werden, oft mit der Sucht nicht klarkommen. Ich meine, wenn man das alles so hört, das ist ein Gruselkabinett, so eine Horrorvision, die da wahr wird. Das heißt, bis 18 erklären Sie den Leuten das, um ihnen dann zu sagen, ab 18 ist es okay. Aber was ist daran? Wie soll das funktionieren? Ehrlich gesagt, was ist? Glaubwürdigkeit ist das Stichwort. Was ist daran das Besondere? Wir müssen es auch ehrlich machen. All dies könnte ich auch in geringerem Maße über Alkohol sagen. Und also, Alkohol, das ist kein Argument, Herr Lauterbach. Sorry. Ja, ich will es aber trotzdem, nur weil alle saufen, müssen ja nicht alle kiffen. Ne? Nein, also das ist kein Thema. Bevor ich das Argument überhaupt bringe, wird schon gesagt, es gibt hier kein Argument. Das ist ja rhetorisch nicht überzeugend. Das war rhetorisch eine Minderleistung. Erst kommt mein Argument. Okay, dann wiederhole ich den Satz nochmal. Genau, und dann wird dann argumentiert, das ist ein schlechtes Argument oder gar kein Argument. Aber ich konnte das Argument ja noch nicht bringen. Okay. Und das Argument ist, also Alkohol ist auch von der Menge ein Gramm ein Zellgift fürs Gehirn. Alkohol ist immer ein Zellgift. Also wenn ich jetzt so argumentiere, dann kann ich auch sagen, ja, wenn Alkohol ein Zellgift fürs Gehirn ist, wieso ist er das dann überhaupt erlaubt? Wieso also lassen wir denn dann zu, dass die Menschen überhaupt in die Sucht kommen und so weiter? Ja, ist ja auch eine gute Frage. Genau, und wenn es eine gute Frage ist, war es auch ein gutes Argument. Nein, das Argument, das ja häufig vorgetragen wird, ist ja, wir machen das deswegen, weil wir ein gewisses Glaubwürdigkeitsproblem haben, so nach dem Motto, ihr verdient ja auch an Alkohol, das besteuert ihr, der Staat verdient sehr viel Geld mit der Sucht, ja, mit der Abhängigkeit von Alkohol, ja, mit Alkoholismus, wenn man so aber will. Aber das habe ich ja nie gesagt. Und übrigens, bei dieser Lösung, die wir jetzt bringen wollen, also diese Clubs, diese Anbaugenossenschaften, der Fiskus verdient gar nichts. Also wir machen das ja so, dass das also zum Selbstkostenpreis dann gemacht wird. Mhm. Und also Christian Lindner geht leer aus. Und ob mit einer solchen... Das ist doch Wahlkampf. Wieso? Ja, also
Christian Lindner geht leer. Also ich dachte, das geht ja, wenn es darum, also das meine ich, das war der Punkt vom Anfang. Es wirkt so ein bisschen, wie alle befriedigen wollen, aber es funktioniert nicht ganz. Und der Punkt ist ja, aber weil Sie Alkohol nennen, also wir haben eine Gesellschaft, Sie haben ja als Gesundheitsminister auch viel zu tun, das weiß ich. Aber wenn man an einem Punkt ist, wo bestimmte Drogen wie Alkohol, schauen wir mal nach Skandinavien oder andere Länder, wo das ganz anders gehandhabt wird, Nikotin und Alkohol, dass wir jetzt die nächste Droge legalisieren mit dem Blick darauf, dass wir entkriminalisieren. Ich muss ehrlich sagen, die meisten Leute werden nicht in diese Clubs gehen, die werden sich denken, wir haben ja auch so Grenzen in Berlin, zum Beispiel 7 Gramm darf man mit sich führen, dass es dann irgendwann im Verfahren dazu wahrscheinlich kommt, dass es wieder eingestellt wird. Das heißt, die Leute werden doch tendenziell eher wieder für 8 Euro bei ihrem Dealer kaufen, wo sie wissen, okay, da ist bis jetzt noch nichts passiert, weil es eine Vertrauensfrage ist. Und das heißt, wenn ich weiß, ich kriege es schnell am Kotti halt mein Zeug, ist es naiv zu denken, dass die Leute auf einmal alle in Clubs gehen werden. Ich muss nicht in einem Club registriert sein. Genau, ja, mit Namen etc. Daten und so weiter. Die Leute, mit denen wir sprechen, also die Ermittler und die Spezialisten, die finden den Gedanken gar nicht naiv. Also wenn ich zum Beispiel ein junger Mensch wäre, ich würde studieren und also würde tatsächlich einmal oder zweimal pro Woche konsumieren. Wenn ich das, also Sie würden sich als Kiffer dann registrieren lassen, Herr Lauterbach? Was ich dann machen würde, das ist mir doch 1000-mal lieber, wenn ich legal registriert bin, als dass ich über den Kotti schleife. Aber dann sind Sie registriert als Kiffer. Ist das und werde dort von einem Heroinabhängigen... Aber wenn Sie 6 Jahre schon da Cannabis kaufen und wissen, das ist rein und Ihnen ist nichts passiert und es ist 7 Euro günstiger dann, als in einem Cannabis-Club... Immer wenn ich ein Argument bringe, womit ich versuche, das gebrachte Argument zu entkräften, kommt ein neues Beispiel und dann soll ich dazu argumentieren. Ich will mich ja erstmal daran abarbeiten, das ist ja ein guter Punkt. Man könnte sagen, das Zeug am Kotti bleibt billiger. Ich kenne den Dealer schon lange, jetzt bleibe ich auch bei dem, der Club interessiert mich nicht. Ich glaube, dass das nicht so ist, das sagen auch die Experten, weil viele werden ja hören, das Zeug ist verunreinigt. Wenn ich über den Kotti gehe, ich bin da das ein oder andere Mal, und schaue mir die Dealer dort an, die ihrerseits typischerweise heroinabhängig oder was auch immer abhängig sind, dann würde sich der ein oder andere denken, wenn das jetzt hier so zu beschaffen ist, ohne dass das also illegal wäre und ohne dass Beimengungen sind und so weiter, da gehe ich doch nicht mehr zu dem Typen hin. Aber dann ist es ja wieder ein Mittelschichtskonzept. Das ist das, was ich am Anfang meinte. Also für Menschen, die Konsum vielleicht aus Suchtgründen oder die das günstig erwerben, um ihre Probleme auch, also Menschen, die das rauchen, auch um ihre alltäglichen Probleme zu vergessen, es ist ja auch nicht so, dass Cannabis nur Genuss ist, sondern es ist ja für Menschen auch ein Mittel, um dem Alltag zu entfliehen. Ja. Das heißt, da vergesse ich eigentlich schon wieder eine ärmere Gruppe und die Kriminalität vielleicht unter Menschen, die davon abhängig sind und auch ihren Freundeskreis, die aus der gleichen Schicht kommen, die vielleicht wenig Einkommen haben, das sind ja auch alles Mechanismen, die muss man ja eigentlich mit einrechnen. Und natürlich werden irgendwelche Abiturienten, die 18 sind, dann in so einen Club gehen. Das ist eine Gegenschätzung. Das finde ich, also wir sprechen offen, ich will das unpolemisch kontern. Ja. Das finde ich so eine Geringschätzung. Also ich habe das Beispiel mit dem Studenten jetzt gebracht, weil ich mich selbst also dann eher als Student gesehen hätte. Aber wenn jetzt ein meinetwegen Heizungsinstallateur, der auch ab und zu konsumiert, weil das ist auch in diesen Handwerkerkreisen, gibt es das auch. Ja. Der ist genauso schlau wie der also Studierende und sieht sich den Typen am Kotti an, den Drogen. Das hat schlauer, es hat was mit Zugängen zu tun. Aber der Zugang ist doch da. Wenn ich in den Club jetzt hier also aufgenommen werden kann, das kostet doch nichts. Ich muss doch nichts bezahlen. Das ist eine billige Gebühr. Aber das hat ja auch was mit der Gewohnheit zu tun. Also ja, dann ist die Gewohnheit eben weg. Aber wenn ich das suggerieren Sie, dass es sofort passiert. Ich suggeriere das nicht, sondern ich sage, dass das die Experten, mit denen wir uns beraten, sagen. Mir kommt das ehrlich gesagt plausibel vor. Wer ist denn so dumm und geht zum Kotti, wo er schon fast ein paar Mal ausgeraubt worden wäre, wo der Dealer aussieht, als wenn er demnächst sterben müsste und wo ich dann illegal kaufe, derweil ich mich hier also in einem Club versorgen kann, wo ich legal. Aber das ist ja eine Suggerierung. Also am Kotti sind nicht nur Menschen, die am Ende sind, und das sind auch Menschen, die ihre Existenz. Ist nicht die anderen. Ich spreche jetzt nicht über den Blumen. Ich will nur noch einen Punkt noch mal eben schnell machen, was ich so interessant finde. Also Sie machen das ja gemeinsam mit der FDP und vor allen Dingen auch auf Betreiben der FDP. Nein, das ist falsch. Das ist ein Projekt. Auch auf Betreiben der FDP. Betreiben ist das, wir haben im Koalitionsvertrag. Sie haben das beschlossen auf jeden Fall. Ja, dazu gehört auch die FDP. Das ist aber beschlossen worden in der Arbeitsgruppe Gesundheit. Also ist jetzt nicht also beschlossen worden im Koalitionsvertrag meinetwegen. Das ist interessant. Ich hatte eben einen Scherz gemacht. Da geht leer aus, das war ein Witz. Das war kein Wahlkampf, sondern das war ein Witz. Er geht leer aus. Ich vertrage mich gut mit Linda, alles gut. Das ist hier nicht. Ich gehöre zu denjenigen, die nicht jetzt hier an Lindner bächen. Das war ein Witz, mehr war das nicht. Aber wir haben es tatsächlich beschlossen, im Koalitionsvertrag in der Arbeitsgruppe Gesundheit. Genau, daran schon war verstanden. Ich beteiligt und von daher hat das nichts zu Weil tun. Der Punkt ist, dass ausgerechnet die FDP
der Datenschutz sonst immer so unvorstellbar wichtig ist. Ja. Wir werden nachher auch noch mal über Digitalisierung und so weiter sprechen. Die lässt dann Kiffer registrieren, ja? Das ist kein Problem. Die werden doch nicht registriert. Wenn ich Alkohol trinke, werde ich nicht registriert. Ich bin dann in einem Club Mitglied, da bin ich doch nicht registriert. Diese Daten gehen doch. Da muss ich Mitglied werden, Namen abgeben, Daten abgeben. Ja, aber Datenschutz und registriert und so, das suggeriert jetzt, als wenn beispielsweise der Staat oder das Land oder irgendeine Behörde die Mitglieder bekäme. Aber das ist ja nicht so, sondern ich bin in dieser Genossenschaft dann Mitglied und das wissen die anderen Genossen, die mich aber dann beim Einkaufen und Konsum auch sehen. Also Sie müssen doch wissen, ob jemand nicht in Mannheim, Berlin und in Hamburg gleichermaßen Mitglied ist. Also nein, wenn jetzt jemand... Entschuldigung, mit diesen Daten irgendwas machen, sonst ist es ja... Wie soll die Polizei das denn kontrollieren? Das ist ganz simpel. Wenn jetzt beispielsweise jemand also mit 50 Gramm also erwischt wird und sagt dann, ich habe die 50 Gramm aus meiner Genossenschaft. Dann ist natürlich derjenige, der die 50 Gramm hat und behauptet, er sei in der Genossenschaft, in der Pflicht darzustellen, was ist denn das für eine Genossenschaft, wo sind Sie denn da Mitglied und so weiter. Und wenn das nicht der Fall ist, dann würden wir davon ausgehen, die Genossenschaft, wo er Mitglied ist, gibt es nicht, er hat gekauft und so weiter und dann kommt es darauf an, wie viel er haben kann und so weiter. Aber es ist doch nicht so, dass ich jetzt ein Zentralregister habe, wer ist alles Mitglied und so. Dann wird kein Mensch Mitglied werden. Das wird nicht stattfinden. Aber wir arbeiten wirklich also fleißig. Ich hoffe aber, dass ich sagen kann, wir sind auch nicht dumm. Also, dass wir überlegen uns schon. Also ich habe ja vorhin von diesem Dilemma gesprochen. Und ich glaube, das ist jetzt auch an der Diskussion irgendwie klar geworden. Es bleibt schwierig. Und ich erinnere mich an einen Satz von Ihnen auf die Frage oder auf den Vorwurf, dass Sie Minderjährige dann sozusagen weiterhin in die Arme von Dealern treiben. Sagen Sie, ich glaube sogar hier bei uns in der Sendung, Dealer werden einen 17-Jährigen nicht abhängig machen, weil sie wissen, dass sie ihn als 18-Jährigen dann wieder verlieren. Das stimmt. Ja, das ist kein wirklich überzeugendes Argument. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem. Der Dealer macht das Geschäft und den Deal dann, wenn er ihn machen kann. Ja, genau. Jetzt wollte ich das Argument erläutern. Und bevor ich die Gelegenheit habe, kommt schon vorab die rhetorische Figur. Das Argument, was Sie jetzt gar nicht mehr bringen werden, ist kein gutes Argument. Also das ist rhetorisch, also muss mehr kommen heute. Aber die muss noch mehr kommen. Aber ich bringe jetzt trotzdem. Wir verlieren uns jetzt die ganze Zeit immer in der Semantik, weil die anderen Argumente so furchtbar dünn sind, ist mein Eindruck. Doch. Das ist nicht die. Das ist übrigens auch ein sehr interessanter rhetorischer Kniff, habe ich selten gehört so. Aber kann man mal versuchen. Das ist sicherlich nicht der Eindruck des Zuschauers, der mir hier wichtiger ist als die Einschätzung des Moderators. Aber was hier also läuft, ist doch Folgendes: Wenn der Schwarzmarkt insgesamt kleiner wird, weil es jetzt diese Genossenschaften gibt, dann ist allein die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mit einem Dealer zu tun habe, geringer, ob ich jung oder alt bin, weil es weniger Dealer gibt. Somit muss ich da gar nicht kompliziert werden, sondern ich kann einfach statistisch rechnen. Okay. Der Schwarzmarkt wird kleiner, es gibt die Genossenschaften. Ist aber zwischen Spanien nicht so. Und das Modell ist ja auf das Spanische angelegt. Da ist der Schwarzmarkt geringfügig kleiner geworden. Genau. Plus, dass man in diesen Clubs auch konsumieren darf und dort normal verkauft wird. Aber das System ist ein anderes. Das System der Spanier ist nicht das, was wir nachahmen. Weil all das, was wir jetzt machen, also offensive Kampagne, wie gefährlich ist das? Wie gefährlich ist der Konsum im Alter von bis und so weiter und so fort? Und das interessiert doch keinen 17-Jährigen, der Cannabis konsumiert. Ja, aber wenn ich in den Clubs zum Beispiel also selbst konsumieren will, dann kommen Leute zusammen, die den Club plötzlich als eine soziale Gelegenheit sehen und dann kiffen, um Mitglied im Club zu sein. Das ist das Hauptargument, weshalb ich dagegen bin, dass man in den Clubs kiffen kann. Ich bring's mal simpel. Zwei Burschen kiffen toll, vier Mädchen finden diese Burschen super. Dann sagen die zwei, treffen wir uns doch im Club. Dann sind nachher zwei weitere Mädchen also auch am Kiffen. So. Somit die Clubs sind ein Durchlauferhitzer für mich. Und daher wollen wir nicht, dass die Clubs also sozusagen eine Gelegenheit werden, neue Kiffen. Aber das befeuert doch wieder, dass die Leute es woanders konsumieren. Weil wenn ich dann, also die Leute werden ja gar nicht in den Club gehen, weil dann muss man ja erstmal da mit und dann ist da jemand, der präventiv sagt, hey, bevor du das kaufst, oder hier hängt ein Plakat, du kannst daran verrecken, weil du eine Psychose hast, etc. Also jetzt mal hochgezeichnet, aber ist doch dann nicht attraktiv für die Leute. Somit ist schon mal ganz klar, dass der Club kein attraktiver Ort ist zu kiffen, weil das dort gar nicht geht. Aber dann kaufen die Leute es halt wieder bei ihrem 8-Euro-Dealer. Ja, aber wieso denn? Wenn ich zu Hause kiffen will und kriege hier gesicherten Stoff und muss sonst über den Kotti schleichen und gehe an den Heroin. Das ist auch nicht am Kotti, das ist auch im Prenzlauer Berg. Ja, also das Beispiel kam ja von Ihnen, ich habe den Kotti ja nicht gebracht.
Sonst hätte ich ein Beispiel aus meinem Wahlkreis gebracht. Aber das, da wohne ich auch, da können Sie auch ein Beispiel nennen. Na, gut, dann können wir uns da auf den Wiener Platz einigen. Also, das, okay. das, also dann, dann okay. kennen also, Sie ja die Szene sehr genau, das ist nicht nur der Kotti. Und der, dann kann ich beim Beispiel bleiben, wenn Sie sich den Wiener Platz anschauen und schauen sich dort die Dealer an. Wenn Sie eine Alternative hätten, also sagen wir qualitätsgesichert zu kaufen ohne Beimengungen, wer geht denn dann noch zu dem Dealer, der am Wiener Platz umherhängt?